Sie hat ihre Opfer während des Duschens ausgeraubt. Prozessauftakt vor dem Dortmunder Landgericht. Mit zusammengebundenen Haaren, ohne Schminke und einem hochgeschlossenen Shirt erschien die 19-jährige Maria im Gerichtssaal. Dabei ist sie alles andere als unschuldig. Die hübsche Abiturientin hat mit zwei Komplizen von Oktober bis Dezember 2019 Männereihenweise in eine perfide Sexfalle gelockt. Die Angeklagte soll Mitglied einer Tätergruppierung gewesen sein, die auf einer Internetplattform sexuelle Dienstleistungen angeboten haben soll. Es soll Ziel der Gruppierung gewesen sein, Männer jeglichen Alters in deren Wohnungen oder in Hotelzimmern zu treffen und dort zu Geldzahlungen zu bringen. Nachdem die Kunden bezahlt haben, wurden sie aufgefordert, duschen zu gehen. In dieser Zeit machte sich Maria hurtig aus dem Staub mit Geld, Handy und Wertsachen der Männer. Wenn ein Opfer sich wehrte oder das Geld zurückhaben wollte, schlug ihr Komplize Ismail A. mitunter brutal zu. Als Druckmittel drohte sie, den Namen ihres Freiers öffentlich zu machen. Die Anklage wirft ihr Raub, Betrug und Körperverletzung in 11 Fällen vor. Beim Prozessauftakt zeigte sich die Angeklagte jedoch reumütig. Später entschuldigte sie sich bei ihren Opfern. Das Geschehen jetzt, die Hauptverhandlung, nimmt sie natürlich stark mit. Da gibt es Flashbacks, sie erinnert sich wieder zurück an die Zeit. Das ist ja auch für meine Mandantin keine schöne Zeit gewesen. Hat natürlich viel reflektiert und das ist heute ein sehr schwerer Gang für sie. Sie hat natürlich auch große Angst. Bei einer Verurteilung wegen schwerer bandmäßiger Erpressung droht Maria eine Freiheitsstrafe von 5 bis 15 Jahren. Der Prozess gegen sie wird fortgesetzt. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.